Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und heute gibt es seit unfassbar langer Zeit wieder einen Tag. Und zwar den Femlit Tag, der von Literaturlärm ins Leben gerufen wurde. Und ich wurde jetzt von Melanie Liest und Sophie von Verstand getaggt und wollte ihn sehr, sehr gern beantworten. Und bevor wir jetzt mit den Fragen loslegen, will ich vorab einfach mal loswerden, dass das Ergebnis der Bücher, die ich mir jetzt ausgesucht habe, auch einfach eine ziemlich große Leseempfehlungsliste geworden ist. Also ja, auch fernab von den Fragen, die ich euch jetzt präsentiere, sind echt coole Bücher dabei. Also hoffe ich, dass für euch auch etwas dabei ist, dass es für euch interessant ist, und wir starten jetzt einfach mal. Die erste Frage ist mein liebstes Buch einer Autorin, das ich im letzten Jahr gelesen habe. Und für diese Frage habe ich mir Dunkelgrün fast schwarz von Mareike Fallwickel ausgesucht. Es ist einfach so ein grandioses Buch. Es geht so krass unter die Haut. Es hat teilweise Züge eines Psychothrillers. Es geht um eine sehr toxische Dreiecksbeziehung, Dreiecksfreundschaft, die irgendwann in der Jugend entstanden ist und die jetzt im Erwachsenenalter nicht unbedingt wiederbelebt wird, aber die Freunde finden sich alle wieder zusammen und nach wird ihre Geschichte in diesem Buch erzählt. Und es ist teilweise so krass, was in diesem Buch passiert, was da teilweise für Plottwists sind, was es für Schicksalsschläge gibt. Und dieses Buch, ich glaube, ich habe es in meiner Insta-Story beschrieben als: Es tötet einen von innen heraus, aber ich habe es trotzdem unheimlich geliebt. Und ich freue mich so riesig, dass jetzt, ich glaube im August von Mareike Fallwickel das nächste Buch rauskommt. Es ist einfach so toll geschrieben. Wir haben verschiedene Perspektiven, die unheimlich glaubhaft rüberkommen. Und ich finde einfach, die Autorin hat es drauf, Menschen zu beobachten und gut wiederzugeben. Zumindest finde ich, dass die Figuren in diesem Buch unfassbar echt und organisch wirken und ja, es ist einfach so ein bisschen beängstigend, aber es ist auch einfach gut. Und ich kann das Buch einfach allen empfehlen, die Lust auf eine düstere Geschichte haben, die insbesondere menschliche Abgründe beleuchtet. Genau das bekommt man hier jedenfalls. Und ja, Mareike Fallwickel ist mir wahnsinnig ans Herz gewachsen. Sie ist auch sehr aktiv auf Instagram. Ich kann euch ihren Account nur ans Herz legen. Findet ihr alles in der Infobox. Guckt einfach unten vorbei. Eine Autorin, über die nicht genug Leute sprechen, ist für mich auf jeden Fall Theresa Hanik. Das hier ist ihr erster Roman, Die Optimierer. Ihr nächster Roman erscheint, glaube ich, im Mai oder Juni. Ja, ich habe es leider nicht im Kopf, aber auf jeden Fall erscheint sehr bald ihr nächstes Werk, das auch ein wenig an diesen Roman hier anschließt. Es geht um eine Dystopie, aus der unser Protagonist ein wenig ausbrechen möchte. Es geht um eine Welt, in der alles optimiert und gleichzeitig auch bewertet wird. Und unser Protagonist hat eigentlich ein ganz gutes Leben und fällt plötzlich aus diesem Muster raus. Und wir verfolgen ihn hier auf seinem sozialen Abstieg, den er dann erlebt. Und ich fand das Buch einfach großartig. Es ist einfach ein kurzes, knappes, dystopisches Science-Fiction-Werk, das ich einfach großartig fand. Und ich freue mich sehr aufs nächste Buch. Und Theresa Hanik finde ich auch deshalb unheimlich interessant und relevant, weil sie sich auch sehr für die Sichtbarkeit von Frauen in der Science-Fiction einsetzt. Und sie hat auch einen sehr spannenden Twitter-Account, den ich euch empfehlen kann. Also auch da wieder unten in die Infobox schauen. Und gerade auf Wikipedia setzt sie sich dafür ein und kämpft regelrecht darum, dass es da zu einer besseren Sichtbarkeit kommt. Und das finde ich irgendwo auch ziemlich wichtig. Denn ich finde, nichts bringt mehr Vielfalt in Bücher selbst als die Diversität ihrer AutorInnen. Und deshalb finde ich es auch ganz wichtig, dass Science Fiction keine Männerdomäne ist und ebenso Frauen sichtbar sind wie Männer. Und ja, auf jeden Fall ist Theresa Hanik ein ganz, ganz großer Tipp. Tolles Buch und ich freue mich auf das nächste von ihr. Dann ist die Frage nach meinem liebsten historischen Roman, also ein Roman, der zeitlich ungefähr vor 1950 spielt. Und an der Stelle schumme ich ein wenig, denn es ist ein Buch, das nur zur Hälfte vor dieser Zeit spielt, nämlich Schlick. Es spielt zur Hälfte in unserer heutigen Zeit und zur anderen Hälfte in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und wir begleiten zwei Frauen, die ungefähr durch 100 Jahre getrennt im selben Haus wohnen, und die Frau in der Gegenwart erfährt nach und nach von der Geschichte aus der Vergangenheit, während wir auf der anderen Seite auch die Geschichte aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit durch die jeweilige Protagonistin erfahren. Also es ist ein bisschen verwirrend. Es ist einfach eine Geschichte, die in zwei verschiedenen Timelines spielt, die aber irgendwie miteinander verwoben sind, denn die
die beiden Frauen sind auch relativ ähnlich und die Frau in der Gegenwart hat gerade ein neugeborenes Kind und beschäftigt sich dann langsam mit dem Haus, in das sie jetzt neu eingezogen ist und fängt an, ein bisschen im Keller zu wühlen und findet dann nach und nach Hinweise auf diese Frau, die vor 100 Jahren da eben auch gelebt hat. Ich fand die Umsetzung dieses Buches einfach unheimlich spannend. Ich fand es toll, wie hier der Zeitgeist aus der Vergangenheit eingefangen wurde. Und es ist auch ganz cool, dass es ein Buch ist, das eben auch mal im Ersten Weltkrieg spielt und nicht unbedingt im Zweiten Weltkrieg, was meiner Meinung nach einfach eine sehr beliebte Zeit für sowas ist. Ja, finde ich einfach gut. Mich hat das Buch unheimlich positiv überrascht und Ada Dorian ist fortan auch einfach eine Autorin geworden, die ich auf dem Radar habe. Ein Sachbuch einer Autorin. Da habe ich von Margarete Stokowski Untenrum frei ausgewählt. Das Buch habe ich ja jetzt schon so oft in die Kamera gehalten und empfohlen, aber ich werde nicht müde, das zu tun, denn ich finde, das Buch ist nach wie vor so unfassbar relevant. Ich finde, Margarete Stokowski trifft einfach genau den richtigen Ton. Sie schildert ihre eigenen Erlebnisse, untermauert sie aber auch mit wissenschaftlichen Studien und so weiter. Und ich finde, dadurch bekommt dieses Buch einfach so viel Relevanz, was das Thema Feminismus anbelangt. Und deshalb kann ich es auch einfach allen ans Herz legen, die sich über das Thema informieren wollen und auch allen, die schon in dem Thema drinstecken. Denn ich finde, es ist alles einfach ganz grandios auf den Punkt gebracht und das ist einfach ein Buch, hinter dem ich zu 100% stehe. Also hat mir auf jeden Fall unheimlich gut gefallen und ich halte das Buch für unheimlich relevant. Ein Buch einer Schriftstellerin, das mir die Augen öffnete. Da habe ich von Olga Krasnova, Der Russe ist einer, der Birken liebt, ausgewählt. Es ist ein Buch, in dem es um Migration geht, es geht um Identität, es geht auch um den Tod, darum, wie man den Tod verarbeitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Buch, das wahnsinnig tief unter meine Haut ging, einfach weil wir hier doch einige sehr wichtige Themen präsentiert bekommen und das Ganze wirkt auch unheimlich persönlich. Das Ganze hat auch gewisse Parallelen zur Autorin und ich finde, man merkt einfach, dass man hier in einem Buch liest, in dem die Autorin einfach ganz genau weiß, wovon sie spricht und das macht auch irgendwo den Zauber dieses Buches aus und auch diese Realitätsnähe, die man hier bekommt. Also mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Und seit ich es gelesen habe, steht auch noch Gott ist nicht schüchtern auf meiner Wunschliste. Es ist einfach eine Autorin, die ich noch deutlich weiter belesen möchte und muss, einfach weil mir dieses Werk so unfassbar gut gefallen hat. Die Frage war jetzt natürlich ein Buch, das mir die Augen öffnete. Ich kann sehr schwer beschreiben, warum ich mir genau dieses Buch dafür ausgesucht habe. Denn irgendwo war es schon augenöffnend, einfach weil hier auch das Thema Flucht sehr nah beschrieben wird und es auch so ein bisschen darum geht, dass man sich in seiner eigentlichen Heimat gar nicht so richtig heimisch fühlt oder vielleicht auch keine Heimat hat und was all das mit der Psyche macht, mit der persönlichen Unsicherheit, die unsere Protagonistin mit sich herumträgt. Und insofern, denke ich, kann man schon irgendwo von Augenöffnen sprechen, einfach weil ich auch finde, dass das Thema hier sehr zugänglich bearbeitet wurde und ich finde, es macht einfach etwas mit einem selbst und das ist für mich das A und O, wenn es um diese Frage geht. Ein LGBTQ+-Buch von einer Autorin. Ich habe hier noch ein paar mehr stehen, aber ich habe jetzt eins ausgewählt von einer Autorin, die ich sehr schätze und eben ein Buch, das ich schon gelesen habe, was vermutlich auch gar nicht so unwichtig bei dieser Frage ist. Und ich habe mir Marsmädchen von Tamara Bach ausgesucht. Hier geht es um eine Freundschaft von zwei Mädchen, die irgendwann plötzlich mehr ist. Und mich hat es insofern beeindruckt, dass dieses Thema hier sehr, ich sag mal, natürlich bearbeitet wurde. Also es ist nichts, das irgendwie an die große Glocke gehängt wird. Es ist etwas, das passiert einfach. Und es wird akzeptiert, wie es passiert. Und es ist auch irgendwie wahnsinnig schön, wie all das hier beschrieben wird. Und insofern ist es einfach ein Buch, das ich aus diesem Bereich sehr schätze. Es ist ein Buch, das LGBTQ+ irgendwo zwar behandelt, aber auf der anderen Seite ist es nicht der Riesenfokus des Buches. Ist eure Entscheidung, ob ihr das jetzt gelten lasst für diese Kategorie. Also ich hätte jetzt auch noch Simon vs. The Homo Sapiens Agenda rumstehen, aber ich dachte mir, ich nehme eben das Buch, weil ich finde, dass das Thema hier
sehr subtil und auch sehr glaubhaft behandelt wird. Und ich mochte es unheimlich gern, wie es hier dann eben zu diesem LGBTQ+-Aspekt kommt. Ein empfehlenswertes Debüt ist Hyde von Antje Wagner. Ich habe ja schon öfter mal über das Buch gesprochen. Hier steht einmal die Lichtgeschwindigkeit falsch drin, was mich ärgert. Aber auf der anderen Seite ist es ein wahnsinnig gutes Buch. Es ist schon fast ein düsterer Jugendpsychothriller. Wir begleiten ein Mädchen, das sich irgendwo auf der Walz befindet, aber irgendwo auch ein bisschen auf der Flucht vor sich selbst. Wir erfahren, dass dieses Mädchen nicht ganz normal aufgewachsen ist, sondern dass sie irgendwie mit ihrer Schwester und ihrem Vater im Wald gelebt hat. Und es kam dann irgendwann scheinbar zu einem Bruch, denn plötzlich wird dieses Mädchen dazu gezwungen, ein normales Leben zu führen. Und wie es dazu kam und was die Hintergründe sind, das erfahren wir in diesem Buch. Aber wir begleiten auch unsere Protagonistin in der Gegenwart und es hat teilweise auch ein paar fantastische Aspekte. Aber ich fand dieses Buch in all seiner Düsternis unheimlich spannend, unheimlich gut umgesetzt. Und ja, das kann ich euch definitiv empfehlen. Es ist einfach richtig, richtig toll. Dann soll ich aus einem Gedicht von einer Autorin zitieren und da habe ich mir Hard Talk von Cleo Wade ausgesucht. Ich glaube, auf Deutsch gibt es das Buch noch nicht, aber ich mag Cleo Wade und ihren Instagram-Account unheimlich gern. Es geht einfach so ein bisschen darum, gut mit sich selbst klarzukommen, sich selbst zu lieben und sich selbst auch irgendwie zu akzeptieren. Und ich habe ein Gedicht ausgesucht, was sehr kurz ist, vielleicht auch nicht ganz poetisch, aber umso ausdrucksstärker. Es heißt How to Keep Going. Pause, breathe, repair your universe, proceed. Das war wirklich sehr kurze und knappe Lyrik, aber ich mag einfach die Aussage des Ganzen unheimlich gern und es spiegelt auch so ein bisschen wider, warum ich eben Cleo Wade so gern mag und auch ihren Instagram-Account werdet ihr unten in der Infobox finden. Dann kommen wir zur Biografie oder den Memoiren einer bemerkenswerten Frau. Hier kann ich euch leider nur ein Want-to-Read zeigen, ein Buch, das schon lange auf meiner Wunschliste steht. Ich habe nämlich eigentlich keine richtige Biografie hier rumstehen und das ist aber ein Buch, das mich unheimlich reizt, weil mich die Person eben auch sehr, sehr reizt. Und das ist die Frida Kahlo-Biografie von Hayden Herrera. Frida Kahlo finde ich einfach unheimlich spannend, zum einen wegen ihrer Kunst, zum anderen aber auch wegen ihrer Geschichte und ihrer Persönlichkeit. Sie hatte ja ziemlich viel auch mit psychischen Problemen, mit Rückschlägen, mit Krankheit zu tun und trotzdem hat sie einfach so tolle Werke erstellt oder vielleicht eben auch genau deshalb. Und auch ihre Geschichte, ihre Liebesgeschichte, ihre Lebensgeschichte ist ja auch ziemlich bewegend. Also ich hang schon öfter mal in meinem Leben in ihrem Wikipedia-Artikel rum. Doch vielleicht wäre es mal an der Zeit, ein richtiges Buch über sie zu lesen. Und somit wäre das mein Mittel der Wahl. Und ich hoffe sehr, dass ich es bald mal bei mir einziehen lasse, weil ich es wirklich, wirklich gerne lesen möchte. Und dazu habe ich auch schon einiges Positives gehört, sodass ich jetzt mit dieser Biografie anfangen möchte. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, da auch nochmal was anderes zu lesen. Es gibt da ja auch Werke, die eher kindlich aufgebaut sind, mit tollen Illustrationen. Es gibt super tolle Bildbände und ja, es ist einfach eine Frau, die mich fasziniert. Deine Lieblingsautorin, die einer anderen Ethnie angehört als du. Da hatte ich jetzt die Wahl zwischen Sawa Tahir und Tomi Adeyemi. Ich habe mich jetzt aber für Tomi Adeyemi entschieden. Von daher habe ich jetzt einfach mal Children of Blood and Bone zur Rate gezogen. Es ist eine Fantasy-Geschichte, die von der nigerianischen Kultur und Mythologie angehaucht ist. Das merkt man hier ganz, ganz stark. Und es hat mir einfach gefallen, wie anders dieses Buch ist. Ich fand es super spannend und ich freue mich ganz, ganz riesig auf den nächsten Band. Darüber hinaus finde ich Tomi Adeyemi auch wahnsinnig sympathisch. Ich folge ihr sehr, sehr gerne auf Instagram und finde sie einfach super. Also von daher ist es definitiv eine meiner Lieblingsautorinnen geworden. Ich hoffe sehr, dass mich der zweite Band zu Children of Blood and Bone nicht enttäuschen wird. Das wäre ganz schön, damit die Autorin auch auf diesem Platz bleibt. Aber auf jeden Fall kann ich euch Children of Blood and Bone nur empfehlen. Auch wenn in unserem Book O'Clock Hangout dazu nicht alle super begeistert waren. Den Hangout verlinke ich euch gerne unten auch nochmal. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Unsere geballte Meinung dazu. Aber mir hat das Buch einfach super, super gut gefallen. Die wohl schwerste Kategorie ist eine Autorin, die aus den Naturwissenschaften kommt. Und ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Denn auch viele Autorinnen, die guten Science-Fiction-Stoff oder guten Fantasy-Stoff schreiben, kommen trotzdem aus den Literaturwissenschaften und ich war ein bisschen enttäuscht.
Also habe ich euch jetzt das nächste rausgesucht, das zu Naturwissenschaften gehört. Das gehört immerhin noch zu MINT bzw. STEM. Und das ist Caroline Brinkmann mit Die Perfekten. Caroline Brinkmann ist Medizinerin. Und das ist so das nächste, was ich zu den Naturwissenschaften finden konnte in meinem Bücherregal. Das finde ich sehr traurig. Vielleicht muss ich doch noch mal ein Buch schreiben. Aber auf jeden Fall ist es ein gutes Buch. Es ist eine richtig tolle Dystopie. Es handelt sich um ein Mädchen, das quasi fernab des Systems lebt. Sie lebt zwar mitten in der Stadt, aber sie ist nicht registriert, denn es darf sie eigentlich gar nicht geben. Es ist eine Welt, in der alles sehr streng kontrolliert wird und so lebt sie mehr oder weniger im Untergrund, bis eines Tages ihre Mutter entführt wird und sie möchte ihre Mutter retten. Das klingt erstmal nicht allzu außergewöhnlich, aber die Umsetzung fand ich wahnsinnig toll und innovativ. Also auch wenn man sonst Dystopien eher abgeneigt ist, weil man meint, alles schon gelesen zu haben, bekommt man hier nochmal eine richtig gute Jugenddystopie, die ich definitiv empfehlen kann. Und Caroline Brinkmann ist auch fernab davon ein sehr sympathischer Mensch. Von daher sei euch hier auch meine Medizinerin der Wahl im Rahmen dieses Tags ans Herz gelegt. Und die allerletzte Kategorie ist ein Buch einer Autorin über psychische Probleme und Mental Illness. Und da habe ich mir Mängelexemplar von Sarah Kuttner ausgesucht. Mir hat vor einigen Jahren bei einer Bestellung bei einem Gebrauchtwarenshop mal 1 Euro gefehlt, um auf freien Versand zu kommen. Und ich habe mir für 1 Euro ein Buch bestellt und das war Mängelexemplar. Ich habe davon nicht allzu viel erwartet, denn Sarah Kuttner ist für mich eine Autorin gewesen, der ich so ein bisschen skeptisch gegenüberstand. Denn ich habe immer so ein paar Bedenken, wenn Bücher von einer sehr bekannten Person geschrieben wurden. Denn ich denke mir manchmal, dass diese Bücher oft nur mittelmäßig sind und sich quasi durch den Namen, der draufsteht, verkaufen. Aber mir hat Mängelexemplar wahnsinnig gut gefallen, zumindest zum Zeitpunkt, als ich es gelesen habe. Inzwischen würde ich es vielleicht ein bisschen kritischer sehen, einfach weil manche Aspekte hier eben auch nicht ganz akkurat beschrieben sind. Das habe ich jetzt auch schon von anderer Stelle gehört und ich würde es wahrscheinlich heutzutage auch so unterschreiben. Aber ich fand dieses Buch einfach wahnsinnig unterhaltsam und trotzdem hatte es seinen ernsten Kern. Sarah Kuttner hat ja so eine ganz besondere Art zu schreiben. Manche lieben es, manche hassen ist, aber ich gehöre zu denjenigen, die es lieben. Und auch Sarah Kuttners neuestes Werk Kurt fand ich ganz, ganz große Klasse. Wahnsinnig akkurat. Also wahrscheinlich hat sich die Autorin hier auch ganz schön entwickelt. Aber zum Zeitpunkt, als ich es las, war Mängelexemplar einfach top. Und ja, von daher habe ich es auch immer noch hier stehen, einfach weil es mich daran erinnert, wie positiv überrascht ich von dieser Autorin war. Und ja, vielleicht sollte ich es mal rereaden, einfach um meine Kritikpunkte daran auch irgendwie so ein bisschen festzumachen und das Buch nicht durch die rosarote Brille zu sehen. Aber es war einfach ein Buch, das zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und ja, mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Und das war's jetzt auch schon von mir. Und ich tagge Janine von Poesielos und Phil von Phils Osophie. Vielleicht habt ihr ja Lust mitzumachen. Alle anderen dürfen natürlich auch sehr gerne mitmachen. Die Fragen findet ihr unten in der Infobox. Und ich hoffe, der Tag war unterhaltsam für euch. Ich hoffe, ihr konntet ein paar coole Bücher für euch finden. Ihr könnt mir ja sehr gerne einen Kommentar schreiben, was eure Antworten gewesen wären. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!